So wie beide. Ja. In ein paar Stunden ist es fertig. Es ist so schlimm. Willst du ein Victorinox Cybertool mit 38 Funktionen gewinnen? Dann send ein SMS mit dem Inhalt VG Victorinox, deinem Namen und deiner Adresse an Zielnummer 963. Ein SMS kostet dich einen Franken. Wenn du mit ein bisschen Glück ein Acti-Smile für deine Gewichts- und Bewegungskontrolle gewinnen willst, send ein SMS mit dem Keyword VG Acti-Smile, deinem Namen und Adresse an die Nummer 963. Falls du einen Topf voller Mao-Pop-Lollipop gewinnen willst, send ein SMS mit VG Mao-Pop, deinem Namen und deiner Adresse an Zielnummer 963. Willst du die PlayStation 3 mit 120 GB und einem aktuellen Game gewinnen? Dann send VG PS3 an Zielnummer 963. Wenn du hingegen eine PlayStation Vita plus Starter-Kit gewinnen willst, send VG Vita an Zielnummer 963. Möglichkeit zur Gratis-Teilnahme für alle Verlosungen findest du unter www.videogang.ch. Einige Minuten vor deinem Auftritt, wie geht's dir? Ich weiß nicht, halt als Erster ist halt schon. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, da einfach noch gerade auf die Bühne rauszuhauen. Ja, ich bin voll aufgeregt und ja. Wie ist es jetzt so für euch, Start Nummer 1, wie nervös ist man da? Erzähl mal. Also ich war mega nervös gewesen, aber ich habe mir hinter der Bühne gesagt, Nelly, du gehst jetzt da raus, rockst die Show und machst eine verdammt geile Eröffnung und ich hoffe, es ist mir gelungen. Jetzt, wie war das für dich gewesen? Als Bub? Bist du da auch aufgeregt oder so als also Nummer 1? Ich war total aufgeregt gewesen, aber die Eröffnung war einfach saugeil gewesen. Also all die Stimmung, danke vielmals euch! So, wie ist es gegangen? Ja, es war eigentlich mega cool. Also ein paar Sachen sind nicht so nach Plan gegangen, aber ich glaube, es ist trotzdem gut gegangen nachher. Es hat mir ein bisschen Schmerzen von der Schlussposition, aber es ist alles okay. Ich bin so nervös, oh mein Gott. Jetzt hat er... Jemand hat mir ins Auge gelangt und extra und jetzt trennen meine Augen. Okay, ja. Bist du jetzt noch nervöser? Ja, jetzt bin ich noch nervöser, ich sehe nichts. Du hast gewisse Ziele, die du schon gesagt hast, die du hast mit deinen Beatboxen und Texten. Willst du das da mal ein bisschen erzählen? Ja, im Musikbereich? Ja. Ja, ich habe schon ein Ziel. Ich will einfach die Menschen glücklich machen mit meinen Texten, weil es gibt auch traurige Menschen unter uns auf der Welt. Und ja, die Texte sind auch für dich. Okay. Wie hast du dich auf heute vorbereitet? Da ist ja Geige und Gerät noch. Das sind völlig zwei komplett andere Sachen. Geige habe ich daheim geübt und Bodenturnen in der Halle oder bei meinem Kollegen auf der Matte. Wie ist es jetzt kurz vor dem Auftritt? Ja, man ist schon nervös, aber ich freue mich natürlich mega und ich bin vor allem gespannt, wie es kommt. Ja, jetzt ist es, wir sind jetzt noch Backstage, jetzt gehst du auf die Bühne. Wie ist das Gefühl? Ja, ich bin sehr nervös, aber ich freue mich mega fest. Wer hast denn du da alles mitgebracht, den halben Saal? Nein, nur meine Familie und ein paar Kollegen. Aha, also wohnen die also in einem riesen Haus und sagst Familie und ein paar Kollegen, das tönt ja wie der Wahnsinn. Das war deine Schule... Du bist ja sehr engagiert. Du bist in der JUSO. Erklär das mal für die, die nicht wissen, wer das ist. Kann man sich darunter vorstellen? Also es ist die Jungpartei von SP, also ganz links. Okay, und wie kommt man so im jungen Alter dazu? Ja, wir hatten den Politmorgen in der Schule und dann
hat mich die Partei halt am meisten angesprochen und dann gefunden, ich gehe mal zu denen schauen. Und nachher hat es mir gefallen und jetzt bin ich dabei. Kann man sagen, wie rechnet man sich die Chancen aus auf einen Titel Miss Teenie? Es kann vieles passieren. Alle sind mega gut. Habe ich schon mal gesagt. Habe ich immer wieder gesagt, aber ist wirklich so. Erzähl mal, wie bist du zu uns gekommen? Wie hast du jetzt die fünf Tage, vier Tage erlebt? Das ist jetzt der fünfte. Ja, ich habe es schön gefunden. Es sind alles nette Leute. Ja. Habt ihr euch gut verstanden? Ja, mega. Hast du schon eine gewisse Ahnung, was du mal später gerne machen würdest? Also zuerst habe ich gedacht, mache ich Gymi-Prüfung und hoffe, es klappt dort. Und dann später möchte ich vielleicht eine Schauspielerschule besuchen. Okay. Und, ja, und irgendwann würde ich mal gerne mit, als Miss Pole Fitness kandidieren. Kann man einschätzen, wie man die Chance auf einen Meistertitel hat, oder ist das schwer? Nein, weil es sind sehr verschiedene Sachen und Performance und wir wissen nicht genau, auf was die Jury schaut. Was hast du für Ziel im Leben? Dass ich beruflich weit komme und irgendwann einmal auswandern kann. Wohin? Auf Amerika. Wieso? Weil ich das ein mega cooler Kontinent finde. Bist du schon mal gewesen? Nein, leider noch nicht. Also das heisst, du solltest eigentlich hier gewinnen, damit du mitkommst auf Miami? Ja. Okay, also Jury, und dann mal schauen, was ihr hier machen könnt. Hast du schon gewisse Vorstellungen vom Leben? Ja, ich will einfach etwas erreichen können. Vielleicht auch nicht nur für mich, sondern für alle Menschen ein besseres Leben machen können. Okay. Ich bin mega aufgeregt. Also ich habe es kaum erwartet, alle meine Fans zu sehen. Und ich danke allen, die für mich gekommen sind. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich mega auf die Bühne und auch meine Fans kann Hallo sagen. Ja, es ist mega cool, aber ich bin aufgeregt. Erzähl mal, wie haben das untereinander? Also willst du jetzt gewinnen oder nicht? Ja, eigentlich schon. Okay, ja. Gut. Also er wird doch gewinnen. Können wir also wählen. Und wieso? Was würde dich ausmachen? Weil ich bin so, wie ich bin. Mich kann man nicht ändern. Okay, wir lassen dich ja nicht ändern. Wir lassen dich alle, wie wir sind. Gell? Wie hast du dich auf den heutigen Tag vorbereitet? Und wie lange hast du gebraucht, bis du gewusst hast, was du heute anziehst? Ja, ich habe mich gut vorbereitet. Bei einer Woche einfach trainieren. Ich habe so einen Raum zur Verfügung bekommen. Ja, und für das Outfit bin ich noch knapp schnell gekauft und ich habe es jetzt eben noch ändern, wo ich ohne Socken musste tanzen. Aha, aber mit diesen Dingen, da geht es jetzt gut? Ja. Okay, wunderbar. Opa, Gangnam Star. Gangnam Star. Opa, Gangnam Star. Oh, ich bin so aufgeregt, ich war noch nie so aufgeregt wie heute. Es ist aber schon ein tolles Gefühl irgendwie. Weil meine Fans sind da, ich vertraue ihnen. Und ja. Aber bist du bereit? Hast du deine Nummer gut einstudiert, dass es keinen Fehler macht? Ja, also ich hoffe es. Also geübt habe ich. Aber wenn man, das weiss man vor dem Auftritt mit Lampenfieber, vergisst man manchmal ein paar Sachen. Ich hoffe, es passiert mir nicht. Wer ist denn alles im Publikum von deinen Leuten? Oh, meine allerbesten Kollegen. Und meine besten Kolleginnen, meine ganze Familie von der Schweiz. Ja, das ja auch. Ja, also ich bin mega nervös, aber ich hoffe, ich werde in Bude rocken. Und ja, also ich tue eben viel improvisieren, aber es sollte schon gehen. Aber hast du deine Nummer gut vorbereitet oder hast du das auch mehr improvisiert?
Also ich habe sie eigentlich schon vorbereitet und die einzelnen Schritte, aber ich habe jetzt nicht alles ganz genau, weil sonst, wenn ich dann rausgehe, dann ist es nicht mehr gut. Und darum habe ich viel improvisiert und dann ja. Also wie wir hier gesehen haben, hast ja du tänzerisch die Bude recht gerockt. Also wie lange tanzt du schon? Seit 8 Jahren. Okay, und wie bist du auf die verschiedenen Style gekommen? Ich komme ja schon nicht noch mit schauen, geschweige denn mit den Bewegungen. Also zuerst habe ich mit Ballett angefangen. Ich finde es irgendwie eine wichtige Grundlage und fast jedes Mädchen macht das. Und dann habe ich zu Hip-Hop gewechselt und dann zu Street-Style. Also es ist eigentlich ähnlich wie Hip-Hop, ein bisschen genauer. Jetzt für dich ist etwas Spezielles. Du hast ja letztes Jahr schon mitgemacht. Genau. Hat nicht ganz gelangt und jetzt bist du im Finale. Wie ist das so für dich? Also letztes Jahr habe ich gar nicht gewusst, dass ich das mitmache. Meine Mutter hat mich angemeldet. Aha, ohne zu fragen. Ja. Danke, he? Das wäre jetzt nicht da. und nachher, also, es hat mir schon gefallen. Und dann habe ich so mitbekommen, dass ich nächstes Jahr auch wieder mitmachen. Dann habe ich mich so voll darauf gefreut, noch mehr vorbereitet als letztes Jahr. Und eigentlich sollte ich aufgeregt sein, aber Tobi bin ich aufgeregt gewesen, aber da nicht mehr. So, jetzt voll locker? Ja. Bist du gut vorbereitet auf deine Nummer? Es geht, also vorbereitet glaube ich schon, aber bis jetzt ist immer etwas schief gelaufen und ich hoffe diesmal nicht. Kurz vor dem Auftritt, wie geht's dir? Ich bin mega, mega nervös. Aber ich probiere es irgendwie zu überwinden. Aber es sollte schon gehen. Du hast eine ganz spezielle Performance gehabt, so eine Kombination wie... Hast du das eingestudiert und wie lange hast du dafür gebraucht? Also ich habe ziemlich viel gebraucht, bis ich überhaupt mal gewusst habe, was ich mache. Und den Tag meiner Schwester habe ich dann eigentlich da recht schnell wieder gehabt. Und ja, keine Ahnung, ich bin einfach dazu gekommen, in dem, dass ich sehr gerne tanze und sehr gerne singen tue. Und ja, ich denke, wieso zeige ich das denn? Nickelodeon, erklär mal, was du dort gemacht hast oder was das ist, für die, die es nicht wissen. Also Nickelodeon ist ein Sender. Ist der Tochtersender von MTV und ich habe dort am Casting mitgemacht für Moderation und bin Zweiter geworden. Erzähl mal, wie kommt man so zu orientalischen Tanz? Also hier bei den kalten Temperaturen, die wir in der Schweiz haben, höchstens in der Stube wird es mal warm, aber sonst nicht wirklich. Also meine Primarlehrerin hat orientalischen Tanz gemacht und wir haben mal sie uns vorzeigt. Hat sie auch gemacht und ich habe es mega cool gefunden. Und okay. Dann mit ihrer Tanzlehrerin zusammen anfangen. Gut, und wie lange machst du das schon? Also ich habe in der 3. Klasse angefangen. Das heisst? Ja, 3 Jahre habe ich Unterricht genommen und jetzt ist es nur noch für mich. Okay, und wie viel Zeit hast du jetzt gebraucht für heute Abend, um jetzt hier den speziellen Tanz vorbereiten? Ja, einfach immer wieder ist meine Tanzlehrerin vorbeigekommen und hat mir geholfen. Und ja, einfach auch viel Mentaltraining. Wie lange spielst du schon Gitarre? Etwa ein halbes Jahr. Eben? Eben, ja. Für das hat das aber wirklich super getönt. Ich habe auch ein paar Jahre angefangen, aber... Ja, ich hatte einen guten Lehrer gehabt, mein Vater. Ah, Lehrer, hä? Ah, dein Vater. Ist er Lehrer oder Gitarrenlehrer? Also, er spielt jetzt 25 Jahre und er hat mir es einfach beigebracht. Aha. Ganz nervös. Genau. So. Ihr dürft jetzt auch zu den anderen stehen. Genau. Dass wir nicht brüllen dürfen. So, ich will uns ganz viel Training. Ich fange auch an brüllen, wenn ich Training sehe. Du mal. Fang du an. Ich merke es. Ganz emotional. Sharon, ich bin da. Fangen wir mal mit dir an. Hättest du dir das gedacht, dass das heute passieren kann? Nein. Aber das hast du einfach super gemacht, das war perfekt. Schau, unsere zwei Inzwischen. Ja, oh. Wie hast du... Mach mal du weiter. Gut, das geht. Hast du heute Morgen damit gerechnet, dass du hier stehst? Nein. Und wie fühlst du dich jetzt? Mega glücklich, aber
so aufgeregt immer noch. Okay, so. Weißt du noch gar nicht, was sagen? Oh, zweit und dritt platziert, enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Also, ich bin zufrieden mit zweit platziert. Also, Vize-Mister Tini, jetzt bist du auch ein unterwegs, freust du dich? Ja, mega, ja. So, der dritte Platz ist ja auch noch gut, oder? Ja, ja, also ich bin wirklich super zufrieden mit meiner Leistung, ja. Ist wirklich alles super, ja. Mögen dir Saint-Michel gönnen? Ja, wirklich, ja. So, neue Miss und Mr. Tini, wie fühlt ihr euch? Mega gut. Oh, es ja. Könnte besser gehen. Wie geht's dir? Ja, genau gleich. Genau. Hast du damit gerechnet? Nein, nein, wirklich nicht. Nein, ich auch nicht. Du möchtest tolle Preise gewinnen, dann nimm jetzt an unserer grossen Weihnachtsverlosung teil. Alle Infos dazu gibt es jetzt im folgenden Clip. Willst du ein Victorinox Cybertool mit 38 Funktionen gewinnen? Dann send ein SMS mit dem Inhalt VG Victorinox, deinem Namen und deiner Adresse an Zielnummer 963. Ein SMS kostet dich 1 Franken. Wenn du mit ein bisschen Glück ein Acti-Smile für deine Gewichts- und Bewegungskontrolle gewinnen willst, send ein SMS mit dem Keyword VG Acti-Smile. Deinem Namen und Adresse an die Nummer 963. Falls du einen Topf voller Mauerpop-Lollipop gewinnen willst, send ein SMS mit VG Mauerpop, deinem Namen und deiner Adresse an Zielnummer 963. Willst du die PlayStation 3 mit 120 GB und einem aktuellen Game gewinnen? Dann send VG PS3 an Zielnummer 963. Wenn du hingegen eine PlayStation Vita plus Starter-Kit gewinnen willst, send VG Vita an Zielnummer 963. Möglichkeit zur Gratis-Teilnahme für alle Verlosungen findest du unter www.videogang.ch. Atemberaubende Gesangseinlagen, überwältigende Show-Performance und viel jugendlicher Glamour. Das ist der Teenie Contest 2012. Willst du die exklusive Doppel-DVD mit über 3 Stunden Aufnahme ergattern? Von den Casting- und Recall-Bericht über die Probe- und Final-Weekends bis und mit dem ganzen Finale findest du alles drauf. Greif zu, die kopiergeschützte Doppel-DVD mit all diesen unvergesslichen Momenten bekommst du für nur 29,50 Franken plus Versand. Also zögere nicht lang und sichere dir noch heute deine Doppel-DVD zum Spezialpreis. Bestellung via Formular auf www.videogang.ch oder via Mail an info@contentmakers.ch.